Soll ich okay drücken? War das für mich schon der. Das war super schön in den Anfang der Folge. Sugi, ich wünsche dir alles Gute beim Essen. Ach nee, guten Appetit, sagt man. Und hallo Leute. Richtig. Du musst mir Bescheid sagen, wenn du aufnehmen willst. Nicht einfach nur, okay, Bescheid. Dann geht's los. Bescheid, genau das. Genau, Leute. Ja. So ist das. Er ist okay gedrückt. Sugi, du bist herzlich eingeladen, auch mit zum Grillen zu kommen. So, es geht weiter. Da unten wachsen schon wieder neue Dings dran. Wir können das. Ein wenig extra Glück. Heute. Ja, aber nur so wenig. 0,2, glaube ich, oder so. Oh Gott, so langsam wird es bei mir kritisch mit dem Köder. Ich habe nur noch für heute und den nächsten Tag Köder. Du weißt, dass wir noch Bait da haben, glaube ich. Hier oben in der Kiste. Irgendwo habe ich Bait gesehen. Warte mal, ich guck mal schnell. Irgendwo hatte ich doch voll viel Bait gesehen, oder? So langsam sollte aber auch mein. Nee, aber wir haben ein Käferfleisch. Ein Käferfleisch. Das ist dreimal Bait. Ich kann auch nochmal welches holen gehen nachher. Fünfmal Bait hilft aber trotzdem nicht. Nee, ich gehe nachher nochmal neues Käferfleisch holen. Na, wenn ich hoffe ja immer noch, dass ich das jetzt noch hinkriege mit der mit dem Level Up. Vorher. Und ich habe übrigens Hoferarbeit Stufe 1 gekriegt gestern. Sehr gut. Ich habe Hoferarbeit Stufe 7, 8, 8, 8 bekommen? 8. Minenarbeit 6, das ärgert mich. Ich hätte gern mehr Minenarbeit Stufe. Das werde ich wahrscheinlich heute machen. Ich freue mich schon, wenn wir größere Sprinkler haben. Und wenn wir nur die zweite Stufe hätten, alles, dann wäre das schon schön, aber... Ich glaube, unsere Mayonnaise-Maschine ist ein bisschen kaputt von der Animation her. Die lief nämlich schon, als ich gekommen bin. Wow. Das sollte theoretisch nicht passieren. Geh mal zum Händler. Gucken, was der so hat. Ui. Hat sie zwei Äpfel? Warte. Wahrscheinlich nicht. Eiche, oh, Hering, mir fällt jetzt erst auf, dass meine UI-Infomod übersetzt wurde. Nope, nichts für Interesse. Es hat genau um ein Feld nicht gereicht, weil ich mich einmal vergossen habe. Glaube? Haben wir schon einen Melkeimer? Nein. Aber warte mal, was kostet denn die Maschine? Es gibt eine automatische. Nein, gibt's noch nicht. Ah, die schalten wir wahrscheinlich erst später frei. Wahrscheinlich, wenn man sie genug mag oder so. Nee, wahrscheinlich Stufe 3. Nee, die kannst du nicht herstellen, die kannst du bei ihr kaufen. Nein, aber wenn du Stufe 3 Stahl hast, wird's wahrscheinlich freigeschaltet. Ah, das könnte sein, ja. Ich kaufe mir trotzdem erstmal einen Mehlkübel für 1000. Ja, ist in Ordnung. Brauchen wir eh. Ich meine, die Kuh ist noch lange nicht erwachsen jetzt erstmal, aber wir haben das Geld gerade. Ja. Und ich schmeiß die Melkkübel oben bei der im Stall. Ist in Ordnung, ich gehe in die Mine. Ich gehe auf die Ebenen, wo ich Käferfleisch farmen kann. Mach das. Mine Ebene 15 oder so. 10, 15. 15. Gehen wir mal auf 15. Drei Erfahrungspunkte kriege ich hier für die Steine, das ist sehr gut. Komm, Käferfleischlieferant, dankeschön. Mine Stufe 15. Nee, falsch. Mine Stufe 20. Ich bin Stufe 16 gerade. Witzig, wenn ich dir jetzt einfach hinterher jage, dann finde ich vielleicht irgendwann deine Treppen gleich. Du weißt, dass ich nicht mehr Minen Minen gehe. Hä? Das verstehe ich jetzt nicht.
ich angle auf Stufe 20. Du wartest dort. Aber ja klar, ich habe die Stufe 20 schon gelöst. Da ist eine Treppe für dich, kannst du weitergehen. So, Erfahrungspunkte farmen. Und gucken, ob man irgendwelche Items bekommt. Na, nur Holz, ist nicht so schlimm. So, äußerst effizient. Wieder etwas Käferfleisch bekommen. Ich brauche 17 pro Tag. 17 Köder. Du kriegst 5 Köder aus einem Käferfleisch raus. Echt so viel? Ist krass. Ja. Ich habe schon 2 Käferfleisch. Ich habe schon einen Ziegelsteinfisch. Jetzt habe ich schon 4 Käferfleisch. Damit komme ich einen Tag mehr. Und ein Topaz. Und Kupfererz, das ist auch immer gut. Ich bin auf Stufe 18. Dann kommst du ja gleich an mir vorbeigerannt. Und nochmal 2 Käferfleisch mehr. Noch ein Käferfleisch mehr. Noch ein Käferfleisch mehr. Also jetzt habe ich gerade richtig Glück, was die Drops von Käferfleisch betrifft. Ah, Ebene 19 ist wieder mal so ein hässliches Labyrinth-Dings. Also nicht wirklich Labyrinth. Das wäre ja noch witzig, wenn das so ein richtiges Labyrinth wäre. Was ein bisschen witzlos wäre, weil du am Ende von oben drauf gucken kannst. Ja, wenn das so groß ist wie das hier. Oder noch größer, weißt du? Wenn man das weiter ausbreitet, dann geht das schon. Ja, gut, stimmt. Aber kann ich darauf verzichten, wenn ich schnell durch die Mine durch will? Apropos Mine und Labyrinth, das erinnert mich an die Labyrinthe, die ich bei Minecraft mal gebaut habe. Das war lustig. Ja, hast ja auch eine Menge Zeit genommen. Die waren gut geplant. Vor allen Dingen, was ich sagen muss, was ich am besten fand, war eigentlich mein erstes Labyrinth, was ich damals im Keller gebaut hatte. Hast du das noch irgendwo? Ich glaube, ich habe das damals geplant. Ich glaube, ich habe die Aufzeichnung davon. Na Mensch. Hallo, Herr Fischer. Hi. Dieses Gebiet ist verseucht. Das ist sehr gut. Leider ist es sehr klein. Oh, ich will die Bombe haben. Das ist ja die Bombe. Grünalge essen. So einen Haufen Schmarren. Ja, eine Hühnerstatue geangelt. Na Mensch. Das Beste, was man haben kann. Und 2 Rubine. Wenn ich etwas Glück habe, kann ich nach der Folge erstmal essen. Dann mache ich erstmal eine kurze Pause. Eine große offene Karte mit. Ui, Maulwurf. Wreck that mole. Du bist schon 21 Dingens hier. Käferfleisch. 22. Das sollte auf jeden Fall reichen, bis ich mein Level up habe. Erdkristall mitnehmen? Sagt die Uhr 18:30. Okay. Ich passe hier schon wieder nur so halb auf. So. Jung, man kommt in so einen Tunnelblick dann irgendwann. Wo man nur noch sucht. Und dann vergisst man das, was auf dem restlichen Bildschirm abgeht.
Los, zieh diesen Steinfisch an Land. Season. Yay. So. Das sind echt nicht viele, die man hier rauszieht. Die Chance, den zu kriegen, ist ziemlich gering. So. Und jetzt noch da die Grubs. Ja, ja, die Ghostfische sind halt häufiger. Und dann hast du halt, dadurch, dass heute nur so ein bisschen Glück ist, sowieso nicht so eine hohe Chance, überhaupt einen Fisch zu bekommen. Aber du hast jetzt schon die beste Angel, ne? Ich habe die beste Angel, aber ich habe weder Köder noch Bait dran. Weder Köder noch Bait? Bait ist Köder. Weder Köder noch Fishing Tackle. Ja, ich angel halt immer mit Bait. Naja, ich hab halt kein Bait. Den spare ich mir halt gerade für die ich hatte halt noch auf. Nie zu wenig Bait. So, ich habe 145 Bait. Also wenn du welches brauchst, sag Bescheid, ne? Dann komme ich zu. Ja, ich hol mir das gleich oben aus der Kiste. Und das ist nicht oben in der Kiste, das ist bei mir. Und du bist vor der Kiste? Bin noch in der Mine. Ach, dann kannst du sie mir erst in die Kiste packen und dann kann ich es mir nächsten Tag nehmen. So. Ach, ist ja schon so spät. Okay, dann mache ich noch die Ebene kurz clear. Ich gucke, ob hier noch Viecher sind. Ich lieg schon im Bett. Pass auf, jetzt hast du Bait geholt. Genau jetzt kriege ich das Level ab. Ja gut, aber dann kannst du ihn zum Angeln halt nehmen, ne? Ja, dann nehme ich ihn in die Angel rein, aber wäre halt sonst nicht so wichtig gewesen. Ja. So, noch mehr. So, 170 habe ich. Ich gehe raus. Ist der Mine? Genau, 22 Uhr, das passt doch. Das sind 10 Tage, immerhin. Ich will nicht in die Stadt, ich will zur Bushaltestelle. Das ist schlimm mit diesen Tramstationen, oder? Man steigt immer nach falschen aus. Ich pack sie oben in diese Verkaufskiste rein, ne? Nein, ich schmeiß in die Kiste vor meinem Haus. Ja. So. Ganz kurz. Das kann ich da rauspacken und das muss da rein. Das kommt oben hin, das kommt hier rein, das kommt da rein. Da kommt das rein und das rein und das rein und da kommt das und das rein. Geoden kommen da rein und Rohstoffe wie Kupfererz kommen da rein. Ui. Wir können das Kupfererz gleich mal reinschmeißen. So. Ganz schnell. Miau. Ah, jetzt geht's weiter. Es geht weiter. Und? Kein Level up. Hofarbeit brachte uns etwas, Fishing brachte uns etwas und anderes brachte uns etwas. Kosten kriegen halt 450 Gold pro Steinfisch. Das ist halt echt eine Menge. Ja. Und das ist halt auch der günstigste. Ja, weil du halt Goldqualität bringst, ne? Ja. Die Lavafische sind halt noch mal nicht mehr wert. Das stimmt. Höchst unzufrieden. Naja, das ist total. Ja, das hätte ich dir auch sagen können. Übrigens, ich bin echt gespannt auf das Buddy-Feature in Pokémon Go. Also das Freundschafts-Feature. Ja, Buddy-Feature gibt es ja schon eine Weile. Das Freundschafts-Feature. Und ich finde es cool, dass die Kosten sich senken, wenn man länger miteinander befreundet ist. Das finde ich schlau. Und dass man nicht übers Internet tauschen kann. Oh mein Gott, wie gut ist das denn? Ja, klar. Das würde sonst das komplette, den kompletten Sinn aus dem Spiel rausnehmen. Aus dem Spiel noch nicht, aber aus den regionalen Pokémon. Aber ja, ich brauche jetzt nur noch jemanden, der einen Tauros hat. Ich glaube, Chris hat einen Tauros.
Ich hab keins. Aber ich kann dir dann zum Beispiel auch sowas wie Corazon geben. Brauche ich das jetzt unbedingt? Wenn du deinen Dex voll machen willst, ja. Habe ich jetzt nicht so im Plan. Echt, das ist mein Hauptgrund. Ich weiß nicht, warum diese eine Preiselbeere zwei Tage hinterher hinkt. Ist vielleicht irgendwann mal richtig gegossen? Die haben Sprinkler. Das ist es ja, was mich verwirrt. Ui. Übrigens können wir für relativ wenig Geld, wie gesagt, jetzt auch da unten gerne eine eigene Verkaufsbox bauen lassen, weil die wird instant gebaut. Ja, nee, brauchen wir eigentlich nicht, weil ich kann sowieso oben meistens lang dann. Okay. Rückweg, weil ich gerade im Bergteich aus irgendeinem Grund angeln gehe meistens. Das hat keinen Sinn, aber ich mach's einfach. Ja. Weißt du was, ich werde dort oben jetzt einfach, weil ich es kann und weil ich da nicht mehr so viel gießen muss. Hast du dir den Bait mitgenommen? Hast du nicht? Noch nicht. Aber ich habe ja vorhin noch gehabt. Okay, so. Wir haben den da fertig, genau. So. Ich hau mal die Preiselbeeren jetzt alle mal hier rein erstmal. Wir verkaufen das am Ende des Monats, wenn wir Geld brauchen. Oh, wir sind bei 12.000. Ich könnte mir eigentlich jetzt so die nächste Stufe kaufen, ja. Hätte ich beinahe die Preiselbeere vergessen. Du gibst ja jetzt kein Geld aus, oder? Ich hatte jetzt nicht vor, Geld auszugeben. Außerdem brauchen wir ja nächsten Tag auch noch ein bisschen Geld, vielleicht für den Händler. Aber ich kann Geld ranbringen, das ist kein Problem. Ja, das mache ich auch gerade. Auch wenn es wahrscheinlich nicht wieder über 2000 geht. Aber immerhin. So, ich überlege gerade, ob ich, was wollte ich denn machen? Geld ranbringen? Keine Ahnung. Das 30er Feld für die Herbstsaaten. Na, die Herbstsaaten hebe ich noch auf. Wenn ich dann Sammeln Stufe 10 habe, lohnen sie sich richtig. Warst du bei den Tieren? Ja. Okay, dann muss ich da nicht hin. Heute ist schlechter Tag, was mache ich denn? Ich bring mal deinen Babe. Wir können rein. Brauchst du Mayonnaise noch für irgendwas? Oder haben wir das schon eingereicht? Achso, dann kannst du mal in die Tierkiste geben, wenn du nachher noch rumhängst und die Mayonnaise, die da drin ist, kann ich kaufen, ja. Ich bring dir mal den. Ich weiß, zu faul machen. Hast du die. Du hast sie schon gebaitet, ne? Was? Die Teile heute. Okay. Ja, mache ich immer ich gleich. Ich hab dir den Bait unten in die Kiste geschmissen. Ah, auch gut. Kannst du die Tiere eigentlich auch nochmal peppen? Nee. Kann immer noch einer. So, ich entfülle dir mal die Kiste da. Du kannst auch die Angelkiste unten ausziehen. Ja, mach ich gerade. Nur dein Fischzeug lasse ich da unten für die besseren Dings dann später. Jo. Rusty's. Spur, die hatten wir aber schon, ne? Ja, ein alter Sporn. Ja, das findet man ab und zu mal. Wundert mich eigentlich, normalerweise habe ich die gleich verkauft immer. Warum auch immer du dein Fisch oben bei den Tieren in die Kiste gepackt hast. Achso, ich habe irgendwann mal das Inventar vergessen leer zu machen, weil da oben auf mir so, da schmeiß ich einfach in die Kiste rein. Nehme ich irgendwann mal wieder runter da. Keine Sorge. Haben wir eigentlich schon eine Käsemaschine? Nee. Die müsstest du auch bauen können. Ich kann die nicht bauen. Eine Käsepresse kann ich bauen. Mach ich dann gleich mal. Ich weiß gar nicht, was lohnt sich denn eigentlich im Hühnerstall am meisten? Im Endeffekt. Wahrscheinlich Kaninchen, oder? Wenn die Fälle. Ich glaube die Enteneier, aber die Entenmayonnaise. Oder die dunklen Hühner dann halt, die Void Ducks.
Das ist so ich viel bin mehr mir nicht wert. sicher, was die Tagesbilanz von denen ist. Es kommt nicht da rein. Wenn du essen gehst, kann ich mich ja konzentrieren, kann ich mich dafür ja dann mal informieren. Ja, sehr gern, sehr gern. Hey Suki, alles gut bei dir? Schön, dass du wieder da bist. Lass uns nicht zu lange allein lassen, sonst geht die ganze Technik kaputt. So oder so ähnlich. Na, gestern bei deinem Stream, wo die Frames ja kaputt gegangen sind, alle, war Suki da. Hinterher hat es alles funktioniert. Das ist jetzt die Frage. Die Technik spinnt nicht, niemals. Also ich weiß nicht, was der Wahrsager gesagt hat mit schlechtem Glück. Denn mir geht das hier bald wie am Schnürchen. Dann bist du wahrscheinlich RNGesus. Eine Grünalge rausgeholt bei 13 Fischen. Ja, und wie oft hast du gar nichts drin gehabt? Na, manchmal nichts. Hast du ja einfach nichts dran, dass der Fisch dir sozusagen ausreicht. Zwei Artefakt-Spots hintereinander. Normalerweise ein neues Buch. Du hast ein verlorenes Buch gefunden. Die Sammlung der Bibliothek wurde erweitert. Mensch, das sollten wir langsam auch alle haben, oder? Ja, ziemlich viele. Hallo. Es ist zu kalt, um an den Strand zu gehen. Ha, was denkst du, sollte ich heute machen? Auf ein egoistischer Jammerlappen sein. Nein, mal doch was mit Wasserfarben. Hallo. Dankeschön, ich esse dann gleich, sobald wir mit der Folge fertig sind. Ich habe gerade Essen geliefert bekommen. Na Mensch. Ist das nicht fancy? Das hätte ich auch gern. Tja, so, Futterbundle, Weizen drin. Jetzt bräuchten wir nur noch 3 Äpfel. Ich liefere mir nachher selbst Essen, so ist das. Lieferando. Wie gemein, bitteschön, ist das denn? Jetzt steht hier Essen auf meinem Tisch und ich kann es noch nicht essen. Na Mensch, wie gemein. Warte mal, Abigail. Warum wird mir nicht angezeigt? Ich dachte, das ist die UI-Info-Mod. Warum wird mir nicht angezeigt, was sie mag? Abigail? Ja. Drücke Kürbis ins Gesicht oder Amethysten könnte ich. Ich glaube, ich werde dir einen Amethyst bringen. Weil Geburtstag und so. Kürbisse, wenn ich jetzt schon Kürbisse fertig hätte, if I had any, dann hätte ich jetzt das gebracht. Warum darfst du keine Schoki essen? Ich hätte, also wenn du Samstag herkommst zum Grillen, ich hätte Schoki aus Switzerland für dich anzubieten. Die ist ziemlich gut. Hast du gerade gesagt, nimmst du gerne? Schokolade, ja. gut, dass du das sagst, wenn ich eigentlich die Suki gemeint habe. Aber okay, du bekommst auch welche. Ich habe noch genug. Ich habe noch knapp ein Kilo davon. 44 Kupfererz. Das ist gut. Ja, habe ich neulich mitgebracht. Wo ist denn der? Achso, den hast du auch schon untergebracht im Bett. So, krieg ich da noch rein? Zu Hause? Ja, die sind in ihrem Zimmer. Ich komme nicht mehr rein. Nein! Toll, Abigail. Schön, dass ihr ihren Geburtstag in ihrem Zimmer verbringt. Ich habe ja keine Freunde. Ist ja nicht so, dass ich ihren Amethyst mitbringen wollte. Schieb ihn dann unter die Tür durch. Schön wär's. That's not how this works. So, jetzt bitte, Angelstufe 10. Hast du was verkauft? Ja. Sehr gut. Ja, Fische. So, ich werde noch ganz schnell das loswerden und dann den Amethyst wieder in die Kiste packen. In die Amethyst. Oh. Und ab ins Bett gehen. Kalorien sind nur ein Gerücht. Und Abend ist noch nicht. Abend ist erst ab 9 Uhr so.
Und? Und 1400 Fischen nur? Bist du auf Level 10 gekommen? Nein. Okay. Ja, vor allen Dingen für die Anzahl der Fische. Krass, aber der Kaulbar springt halt gar nichts, ne? Ja, ich hab halt das, wo er das Pech gemacht hat. Das und der Karpfen war auch nicht mal der Zwergwels und der Forellenbarsch? Oh, doch. Bisschen. Okay. Kann man mal machen. Du drückst noch nicht weiter. Ich würde sagen, ich drücke nicht auf weiter. War das für heute oder so? Nee, das war's für heute. Oder, naja, auf jeden Fall ist es vorbei. Und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin und tschö, tschö. Ciao. Ciao.